Ahoi Leute und herzlich willkommen zum Triple Threat auf Herz mit Bieren. Ja, was heißt Triple Threat? Die nächsten drei Folgen hier auf Old Metalhead Gaming sind auf Herz mit Bieren Folgen, welche schon mal war. Das ist halt ein Format, in dem ich pro Folge ein Spiel teste und am Ende natürlich durch entsprechende Bierflaschen bewerte. Das sehe ich natürlich alles durch die Nostalgie- und Retro-Brille, also von den Bewertungen könnt ihr halten, was ihr wollt. Am Ende des Tages möchte ich euch entsprechende Retro-Spiele nahebringen. Das hier sind keine AAA-Titel, das sind Titel von kleinen Studios, das sind Titel für den C64 oder sonstige krude Erscheinungen, die ich euch aber nicht vorenthalten möchte. So, Triple Threat Folge 1 und los geht es dann auch mit einem sogenannten Boomer-Shooter. Also diese Begrifflichkeit ist ja gerade in aller Munde. Ja, und was heißt Boomer-Shooter? Boomer-Shooter heißt, das sind Shooter der alten Schule, also ich sag mal entsprungen der 90er Jahre, ein First-Person-Shooter im Stile eines und jeder Fan von klassischen Ego-Shootern, dem dürfte bei diesem Titel, den ich euch heute vorstellen möchte, das Herz aufgehen. Ich kann leider nichts in die Kamera halten, was ich schon mal ziemlich scheiße finde, denn dieses Spiel gibt es leider nur als Download und es ist, soweit ich weiß, auch kein physischer Release geplant. Das ist ärgerlich, aber los geht es heute mit. Hoffentlich kriege ich das richtig zusammen. Warhammer 40k Boltgun. Was für ein geiler Titel. Und eins kann ich euch schon mal versprechen, ich werde es in diesem Video mit meinen ganzen Snippets nicht übertreiben, wie zum Beispiel meinem Supplies-Video. Erhältlich für knapp 20 Euro für PC, PlayStation 5 und Nintendo Switch. Allerdings, wie schon gesagt, nur als Download. Nagelneu und aus dem Hause Focus Entertainment. Die kennen wir von A Plague Tale, Atomic Heart, Evil West und bald auch von John Carpenters Toxic Commando. Allerdings unter dem Banner Focus Entertainment Indie Series veröffentlicht. Boltgun setzt natürlich alles auf die Nostalgiekarte und kommt mit einem emotionalen Reveal-Trailer daher, der alles zusammenfasst, warum ich immer noch zocke und diese Games so liebe. Wohlige Kindheitserinnerungen, die sich standhaft in einem zerwrackten und runtergerockten Boomer-Kadaver manifestiert haben. Wir schlüpfen in die stählerne Haut eines namenlosen Space Marines, der von irgendeinem Inquisitor aufgefordert wird, auf dem Planeten Graia für Ordnung zu sorgen. Eine dort verbliebene Energiequelle könnte in den Händen derer Feinde großen Schaden anrichten. Das heißt für uns, Zeit sich durch unzählige Horden an Dämonen, Monstren und humanoide Mutationen zu metzeln. So viel, so gut. Das war es dann auch schon mit der Story, die zwar äußerst dünn daherkommt, aber stylisch in einem schönen Retro-Pixel-Look präsentiert wird. Alles ist im Warhammer 40k-Universum angesiedelt und obwohl ich auch schon den 40k-Shooter Necromunda Hired Gun gezockt habe, sagt mir das alles überhaupt nichts. Ich weiß, dass es dieses fiktive Universum gibt, dass es da irgendwelche Figürchen gibt, die man bemalen kann, aber das war es dann auch. Kein Schimmer von irgendwas. Von daher kann ich auch nicht beurteilen, ob der Release in Setting, in den Kanon, in die Timeline, whatever passt. But who cares? Das Ding in Boltgun, dass es eine helle Freude ist. Unser Space Marine ist schwer bepackt, bewegt sich akustisch Robocop-like, laut stampfend, aber spielerisch leichtfüßig durch massive Gegnerhorden, wie Lionel Messi durch den gegnerischen Strafraum. Früher mal. Um weiter entlegene Bereiche zu erreichen, benutzen wir einen Dash, der uns auch dabei hilft, durch sich schnell schließende Tore zu huschen. Das Waffenarsenal ist überschaubar, von einer Schrotflinte, einem vollautomatischen Sturmgewehr, über ein Impulsgewehr und eine granatverschießende Magnum bis hin zur namensgebenden Boltgun. Alles effektive Lebensauslöscher. Temporäre Brutalo-Upgrades lassen uns butterweich durch extraterrestrisches Gedärm schnetzeln, dass der Bildschirm schnell durch blutrote Pixel-Matschepampe zugeschmiert wird. Das Leveldesign ist schnörkellos und beschränkt sich auf simples Schlüsselsuchen, um die nächste verschlossene Tür aufzuschließen. Gegen Ende aufgelockert mit ein paar Rise of the Trojan Jump-Pad-Passagen. Auf dem Weg zum Levelende zermatschen und zerballern wir alles, was irgendwie nach einem gegnerischen Sprite aussieht. Wem das zu stumpf ist, der wird hier auch nicht glücklich. Aber jeder Boomer, der von Duke Nukem, Quake und nicht genug kriegen kann, kriegt hier die Pipi in die Augen, beziehungsweise das noch warme, pixelige Blut unserer anatomisch zerstörten Widersacher in die metallene Fresse gekotzt. Herrlich. Der Soundtrack ist orchestral treibend und mit einer gelegentlichen, moderaten Prise Metal garniert, erreicht aber zu keinem Zeitpunkt die Genialität der klanglichen Untermalung eines
Absolutes Sahnehäubchen oder in diesem Falle vielleicht eher Innereienhäubchen ist der oldschoolige Pixel-Look, der sich im Menü unter dem Punkt Retro noch mehr verpixeln und farblich anpassen lässt. Nicht retro genug, Regler nach links. Willkommen in den 90ern. Eine Map zur Orientierung gibt es leider nicht. Wir können aus vier Schwierigkeitsgraden wählen, wobei der leichteste schon etwas zu easy ist und der schwerste einem ordentlich Gegenwind in den glühenden Lauf pustet. Leute, die gar nichts gebacken kriegen, können auch auf Unverwundbarkeit umschalten und später alle Waffen inklusive Endlosmunition aktivieren. God-Mode sozusagen. Boltgun schwingt die plumpe Nostalgiekeule, von der ich mich liebend gerne niederknüppeln lasse. Ein paar weniger Level hätten es auch getan. Drei Kapitel mit insgesamt 24 Level, für die man 20 bis 25 Minuten ungefähr benötigt, sind schon ordentlich. Aber für eine sinnfreie Runde Gliedmaßen abballern für zwischendurch ein Heidenspaß und uneingeschränkt zu empfehlen. Oder wie es mein Lieblingseichhörnchen formulieren würde: Eat that, Mother Buzzer! Ja Leute, das war Warhammer 40k Boltgun. Was für ein geiles Teil. Mir hat es richtig Bock gebracht. Am Ende muss ich ja immer noch meine Wertung vergeben. Aber wie gesagt, darum geht es hier nicht. Checkt das Spiel einfach mal aus. Es ist ein richtig gutes Ding. Leider nicht physisch zu haben. Und Warhammer 40k Boltgun bekommt von mir richtig gute 8 Bierflaschen. Das Spiel ist richtig geil. Ich ziehe einfach mal 2 Bierflaschen ab. Ja, bei den C64-Spielen hier, die ich immer bewerte, die kriegen ja fast immer 10 Bierflaschen, weil ich halt auch komplett unobjektiv bin. Ich, keine Ahnung. Aber Boltgun kriegt richtig gute 8 Flaschen Bier, weil ist natürlich eine komplette 10 und das ist Boltgun nicht, aber ein richtig gutes Teil. Ich ziehe noch mal eine Bierflasche ab für den nicht ganz so geilen Soundtrack, der nicht schlecht ist. Aber machen wir uns nichts vor, wenn der Soundtrack einkickt, ob alt oder neu, dann wird das Leben schön. Weiß ich auch nicht, ob ich dieses eine Bierflasche jetzt an sich abgezogen habe. Und was ich wirklich, wirklich schade finde, ist halt, dass es keinen physischen Release davon gibt. Ich hoffe, Focus Entertainment kriegt da nochmal irgendwie die Kurve oder sonst irgendein Publisher und haut das Ding nochmal in physischer Form raus. Es hat richtig Bock gebracht. So, das war Teil 1, Triple Threat. Warhammer 40k, Boltgun. Nächstes Mal in 2 Wochen gibt es was für den C64 und wenn alles klappt, gibt es in 2 Wochen darauf etwas für den Nintendo Switch. Das Spiel habe ich aber leider noch nicht, das sollte im Juni ausgeliefert werden. Ist es aber nicht, wurde irgendwie verschoben. Ich hoffe, das haut auch alles hin, dass ich diese 3 Triple Threat Teile jetzt hintereinander rauskloppen kann. Aber ich sabbel schon wieder zu viel, am Ende gibt es ja immer ein Bierchen und heute gibt es ein gutes Grolsch. Das kommt aus Holland, habe ich auch schon 1000-fach verhaftet, immer wenn ich da in Ameland im Urlaub bin. Das hat mein Kumpel, der Tim, hier vergessen und das hat er nun davon. Jetzt trinke ich das hier live im TV. So, Grolsch, Warhammer 40k, Boltgun, richtig geiles Ding. Auf euch, Prost. Ja, richtig geil. Reingehauen.